Wir schreiben den 24. Oktober 2017. Heute trifft sich zum ersten Mal der neu gewählte Bundestag. Ja, und hinter mir ist zukünftig auch einer vertreten, der ein bisschen anders ist als alle anderen Politiker, die sonst da sitzen. Schauen wir uns mal an, wer das ist. 24 Jahre alt, Jurastudent und ab sofort mitten im politischen Leben von Berlin. Roman Müller-Böhm ist der jüngste Bundestagsabgeordnete für die nächsten 4 Jahre. Zum ersten Mal darf Roman als Abgeordneter im Plenarsaal bei allen bekannten Politikern Platz nehmen. Eins hat er aber schon jetzt gemerkt. Ja, man hat nicht so richtig was zu tun, außer dann halt eben aufzustehen und abzustimmen. Man wartet sehr viel ab, aber trotzdem ist es anstrengend. Aber ich sage mal so, das gehört halt eben dazu und das mache ich auch sehr gerne. Trotz seines jungen Alters ist er schon ein gefragter Interviewpartner. Sein erster Arbeitstag beginnt für ihn um 7.30 Uhr mit einem Telefoninterview. Am Bundestag angekommen, geht es dann auf zur Sitzung. Und in den Sitzungspausen wollen immer wieder Kamerateams und Reporter O-Töne und kurze Interviews mit ihm. Als Politiker möchte man ja auch irgendwie sich Gehör verschaffen. Und jetzt habe ich jede Menge Möglichkeit, meine Position darzustellen. Das freut mich sehr. Wieder geht es zurück zu seiner Fraktion in den Plenarsaal. Die FDP sitzt nämlich neben der AfD, was nicht jeden der Freien Demokraten freut. Für Roman ist aber nach der Parlamentssitzung noch nicht Schluss. In seinem Kalender steht noch die erste Sitzung des Ausschusses für Luft- und Raumfahrt. Ich glaube, heute Abend wird einfach nur mal ganz kurz ein Vorsitzender gewählt, sein Stellvertreter, damit man mal die Arbeit aufnehmen kann. Ja, und dann wird die nächsten Wochen wird's dann ein konkreteres Programm geben. Der nächste Tag ist wieder voll mit Terminen. 9 Uhr Interviewtermin im Bundestag. 11 Uhr auf zum ARD-Hauptstadtstudio, denn hier nimmt Roman 40 Minuten lang ein Interview auf. Anschließend steht noch eine Teamsitzung mit seinen Mitarbeitern im FDP-Coworking-Space an. Doch danach ist wirklich Feierabend für den jüngsten Bundestagsabgeordneten. Den Rest des Tages verbringt er mit seiner Familie in Berlin.